Nachdem ich im 100. Part gegen niemand geringeren als Rot, den Champ der Kanto-Region, gekämpft habe, weil nämlich er und Blau zusammen beim Kampfbaum aufgetaucht sind, ist es jetzt wieder Zeit für legendäre Pokémon. Denn mir fehlen immer noch, obwohl ich schon einige gefangen habe, mir fehlen immer noch einige weitere. Einige, viele sogar. Also es sind einfach wirklich, es sind wahnsinnig viele. Und vor allem, erstens, ich wollte ja für den 100. Part mir was Besonderes ausdenken und deswegen fand ich gerade eben die Begegnung mit Rot und Blau einfach super Spitzenklasse für den 100. Part. War ein geiler Gastauftritt und gegen Rot habe ich gekämpft. Ich konnte mich entscheiden, ob ich gegen Rot oder Blau antreten will. Habe natürlich Rot genommen, der alten Zeiten wegen. Habe ihn natürlich auch besiegt und sie haben aber gesagt, ja, beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, dann machen wir richtig ernst. Und dann sind sie halt wieder zum Kampfraum zurückgegangen. Die sind da jetzt scheinbar die Leiter, die warten da ganz oben. Aber wie gesagt, legendäre Pokémon warten auch noch auf mich. Und ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht, welche legendären mir jetzt wirklich noch fehlen und in welche Farbe von Wurmloch ich hinein muss, um sie zu finden. Und ein paar davon sind ja, wie gesagt, noch versionsexklusiv. Und bei manchen brauche ich auch beide, um das dritte jeweils zu finden. Und zwar, mir fehlt zum Beispiel noch Raikou. Das ist auch exklusiv für Ultrasonne. Nur in Ultramond kann man Entei fangen. Habe ich aber beide im Team, kann ich noch Suicune finden. Raikou würde ich hinter einem grünen Wurmloch finden. Und Suicune dann sogar hinter einem blauen. Was bei seiner Körperfarbe ja passt. So, Lugia kann ich nicht bekommen, ist exklusiv für Ultramond. Ho, habe ich schon. Die Regis habe ich auch schon. Latios habe ich schon. Latias ist exklusiv für Ultramond, genauso wie Kyogre. Dafür habe ich schon Groudon. Wenn ich dann noch Kyogre im Team habe, kann ich noch Rayquaza bekommen bei einem roten Wurmloch. Das Seetrü habe ich bereits komplett. Dialga habe ich gefangen. Palkia ist wieder exklusiv für Ultramond. Genauso Regigigas ist exklusiv für Ultramond. Heatran habe ich schon. Und mit Dialga und Palkia, beiden im Team, kann ich noch hinter einem gelben Portal Giratina finden. Ebenfalls noch hinter einem roten Portal verbirgt sich Cresselia. Dann fehlt mir auch immer noch Viridium hinter einem grünen Portal. Bis jetzt auch noch nie begegnet bin ich Boreos, exklusiv in Ultrasonne. Voltolos wiederum nur in Ultramond. Wäre auch bei einem roten Portal zu finden. Dann auch exklusiv in Ultrasonne, was mir immer noch nicht begegnet ist, ebenfalls hinter einem grünen Wurmloch zu finden, ist Reshiram. In Ultramond wäre es Zekrom. Dann, wenn ich Boreos und Voltolos beide im Team habe, kann ich auch noch Demeteros fangen. Und mit Reshiram und Zekrom beiden im Team natürlich auch noch Kyurem. Und dann fehlt ebenfalls auch noch exklusiv in Ultrasonne Xerneas. Das kann auch noch hinter einem grünen Wurmloch auftauchen. Yveltal ist exklusiv für Ultramond. Wow, also ihr seht, da fehlen immer noch relativ viele Legendäre. Und ja, ich weiß nicht, wer den Anfang machen soll. Ich glaube, ich ziele hauptsächlich vielleicht wieder auf grüne Portale ab. Da sind irgendwie noch die meisten Legendären dahinter. Also schauen wir mal. Ich hoffe, ich komme überhaupt in eins rein. Und ich hoffe, dass mal wieder ein grünes Level 4 Portal auftaucht. Ein grünes Level Typ 4 Wurmloch. Also Daumen drücken, es geht los durch die Ultrapforte.
bist in einer 5513 Lichtjahr entfernten Welle angekommen. Und ja, genau da wollte ich rein. Ein grünes Typ 4 Wurmloch. Und das heißt doch eigentlich nur, du spürst die Präsenz eines Wesens, das eine überwältigende Kraft ausstrahlt. Und im 99. Part war sie so übel, das war dann Mewtwo. Und das hat mir sehr, sehr viel Ärger bereitet. So sehr, dass ich ja den 98. Part in den selbigen und den 99. aufgeteilt habe, weil es einfach so mega lang gedauert hat, Mewtwo zu fangen. So, wer oder was ist es denn jetzt hier? Es kann ja, wie gesagt, es kann Viridium sein, es kann Xerneas sein, es kann Reshiram sein. Wer ist es denn jetzt? Ja, das ist unverkennbar. Das ist natürlich Xerneas. Sehr schön, dass ich dich hier treffe. Wird natürlich vorher erstmal gespeichert. Aber bitte, jetzt genau erster Versuch, ohne irgendwas zu schneiden. Direkt in ein grünes Level 4 Wurmloch rein. Richtig geil. So hätte ich das ganz gerne in Zukunft auch. Aber wie gesagt, gerade die Typ 4 Wurmlöcher sind ja super selten. Auch wenn man schon weit hinten ist, habt ihr gesehen, da waren teilweise noch Typ 1 Löcher. What the fuck? Die sollten da gar nicht mehr auftauchen in meinen Augen. Aber okay. Dann, wie gesagt, Xerneas exklusiv fangbar in Ultrasonne, in Ultramond stattdessen Ibeltal, aber bei einem roten Wurmloch dann, weil das würde hier nicht so hinpassen. Okay, schauen wir mal, wie viele Probleme mir das machen wird. Ich habe mir wieder so viele Hyperbälle gekauft, dass ich wieder 100 Stück dabei habe. Und ja, ich habe immer noch meinen Meisterball. Und ich will ihn ehrlich gesagt immer noch nicht benutzen. Ich wüsste doch gar nicht bei wem. Das hat genau wie Zygarde auch diese geile Kampfmusik aus X und Y. Also ich muss sagen, das ist schon eine der geilsten legendären Kampfhintergrundmusikstücke. Richtig episch geil. So, ich bin 20 Level stärker als Xerneas, ein reines Feen-Pokémon. Und zum damaligen Zeitpunkt auch das erste legendäre Feen-Pokémon. Und es symbolisiert ja nicht nur den Buchstaben X, sondern es steht auch für das Leben an sich. Und ja. Und das basiert natürlich auf einem Hirsch. Warte mal, eigentlich ja. Hallo mit dem geilen Geweih. Okay. Welle paralysiert dich jetzt erst einmal und dann geht's richtig ab hier. Oh yeah. Gefällt mir natürlich so viel besser, weil Ibeltal sieht einfach so furchterregend aus. Holzgeweih. Ja, das macht schon Sinn. Aber Kostümschmuck wirkt. So, Tarnung ist aufgeflogen. Völlig egal. Ich bin mir nicht sicher, ob Xerneas nicht sogar seine besondere Attacke kam, die Geokontrolle. Damit kann es sich noch ganz schön boosten. Und um dem einen Riegel vorzuschieben, Verhöhner. Ja, Mondgewalt natürlich, das passt auch. Alles klar, so. Und jetzt muss ich dich natürlich erstmal schwächen. Dunkelklaue. Aber nicht besiegen, bitte. Schön vorsichtig. Ja, das war gut. Nochmal Holzgewehr. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, weil dadurch holt es sich ein paar KP ja wieder zurück. Na, das ist so eine Attacke, die KP absorbieren kann. So ähnlich wie Gigasauger. Nur physisch. So, nochmal Dunkelklaue. So, Vorsicht, Vorsicht. Jawohl, so, Mondgewalt. Ich glaube, jetzt ist Mimik mal weg. Ah, mit 3 KP überlebt. So, Verhöhner hört auf zu wirken, aber das machen wir zu Sigurd noch einmal. Nicht, dass es noch Geokontrolle macht. Weil das würde seine Werte drastisch steigern. So, das macht eh Mondgewalt. So, es will Mimikma besiegen und das hat es gerade getan. Na, macht nichts. Mimikma hat genau das gemacht, was es sollte. Nämlich Donnerwelle und Verhöhner. So, Silvaro, du bist natürlich jetzt wieder dran. Du bist mein Meister des Trugschlags. Also bitte Trugschlag. So. Und das hat auch schon gereicht. So, Holzgeweih. Verdammt. Na gut, das zieht jetzt nicht so viel ab, weil, ne? Ist ja nicht so effektiv. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie viele AP jetzt Holzgeweih hat.
Aber was ich sowieso mal vorher brauche, ich werde nie wieder darauf vergessen, ich habe immer noch 16 Fangbones. Also, ich muss meine Chancen maximieren. Ha, Paralysieren kann ich angreifen. Oh yeah. So, Verhöhner hört jetzt leider auf zu wirken, aber egal. Versuchen wir mal den ersten Hyperball. Ich habe sogar 101, weil ich habe irgendwo mal einen gefunden. Ich weiß nicht, wo der rumlag, aber jetzt habe ich 101. Wollen wir ziehen? Nein, 101 Hyperbälle. What the fuck? What the actual fuck just happened? Würde ich sagen, wenn ich jetzt auf Englisch spielen würde. Der Erste hat's geschafft! Der Erste hat's geschafft? Okay, geil! Obergeil! So, nicht wundern, warum es jetzt plötzlich eine andere Farbe hat. Das ist sein Ruhemodus. Nur wenn es direkt kämpft, dann leuchtet es so geil bunt. Deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen bläulich aus. Okay. Ich glaube, Xerneas ist eines der wenigen Legendären, das trotzdem noch aus XY seine ursprüngliche Fangrate von 45 oder so behalten hat. Deswegen hat das scheinbar jetzt so gut geklappt. Ich hätte also theoretisch sogar einen Flottball benutzen können, aber egal. Bericht. Xerneas, Typ Fee, Verteidigungsstärke, Angriff sinkt. Ja, Fähigkeit Feenaura, erhöht die Stärke aller Attacken des Typs Fee. Ja, und hier ist eben seine Attacke, die es bis jetzt zum Glück nicht benutzt hat in diesem Kampf, die Geokontrolle. Der Anwender saugt in Runde 1 Energie auf. In Runde 2 steigen der Spezialangriff, die Spezialverteidigung und die Initiative stark. Das ist schon ziemlich heftig, oder? Das ist eine geile Boost-Attacke, aber die braucht halt eine Runde zum Aufladen. Es sei denn, man gibt ihm ein Energiekraut, dann kann es das sofort benutzen. Also dann kriegt es den Boost halt sofort. So, Wesen kühn. Ja, das passt, aber es nickt schon wieder oft ein. So, mit Level 60 alten Ultra-Dimension Zero getroffen, 18.01.2018. Passt, Xerneas, das war super. Bei dem hätte ich echt mal einen Flopball probieren können, hätte es vielleicht sogar geklappt. Aber egal, ab in eine PC-Box. Sehr schön. Xerneas, das Pokémon des Lebens, darf sich jetzt seines Lebens als mein Pokémon erfreuen. Ja, wenn ich das noch bedacht hätte, dann hätte ich wirklich mal einen Flottball probieren können. Das wäre eventuell sogar drin geblieben, vielleicht. Weil, wie gesagt, bei Necrozma und auch bei Solgaleo hat es einfach so geil geklappt. Bei Caprica dann leider nicht mehr. Da hatte ich nur in Pokémon Sonne so ein großes Glück. Aber wurscht. So, Pokémon heilen. Weil Mimigma ist ja besiegt worden. Aber das hat genau das gemacht, was es sollte. So. Und es geht wieder zurück. Ich will mindestens noch ein zweites Legendäres in diesem Part fangen. Vielleicht sogar noch ein drittes. Schauen wir mal. Will nicht zu gierig sein. Zurück zum Sonnenkreis-Podium. Alles klar. So, da bin ich wieder. Dann wird natürlich wieder gespeichert. Ist ja logisch. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, auf welche Farbe ich abziele. Also, Raikou ist hinter einem Gelb. Na, warte mal, das muss ich nochmal gucken. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Moment. Jetzt bin ich nicht sicher. Raikou hätte ich nämlich auch ganz gerne mal. Lass mich nochmal kurz schauen. Wo findet man Raikou? Doch, auch hinter einem Grünen auch. Na klar, das passt so geil, weil die da oben so stehen und auf sich runtergucken. Raikou auch hinter einem Grünen. Gibt es überhaupt noch irgendetwas, was ich hinter einem Blauen finden kann? Was jetzt nicht irgendwie exklusiv ist, weil Blau war ja schon mal Latios und das Seetrio. Weil ich glaube, sonst ist da nämlich niemand mehr. Die anderen stehen überall grün, 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 gelb, 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 rot, grün, grün. Auch wieder grün, rot, rot, grün, grün, rot. Blau wäre dann nur noch Kyurem, aber das kann ich ja noch nicht treffen, weil ich Reshiram und Zekrom nicht habe. Also das wäre das Einzige. Also blau muss ich eigentlich vermeiden. Alles andere wäre okay. Weil bei rot kann ich, wie gesagt, da kann ich noch Boreos finden und Cresselia. Und bei grün eben noch die meisten anderen. Viridium wäre auch mal nicht schlecht. Und bei gelb... Warte mal, war jetzt irgendwo noch bei Gelb oder ist Gelb auch schon... Jetzt muss ich nochmal hier kurz die Liste durchgehen. Also Gelb, warte mal, steht irgendwo hier noch... Gelb waren die Regis, die habe ich schon. Badam bam bam, nee, auch nicht, auch nicht.
Palkia wäre bei Gelb, aber das ist egal. Heatran habe ich auch schon. Ja, Giratina wäre noch hinter einem Gelben, aber das ist auch im Moment irrelevant. Nee, also dann kann ich das eigentlich... Okay, das heißt, ich darf eigentlich nur noch Grün und Rot. Blau und Gelb geht im Moment gar nicht. Also Grün oder Rot, muss ich mir merken. Grün oder Rot, Daumen drücken, dass es klappt. Und es geht wieder los. Du bist in einer 3843 Lichter entfernten Welt angekommen und... Oh mein Gott, ich hab Glück. Am Himmel ist eine mächtige Präsenz zu spüren. Es hat schon wieder... Ich musste schon wieder schneiden, Leute. Ich bin jetzt schon wieder viermal rein und bin jedes Mal wieder woanders gelandet, wo ich nicht hin wollte. Entweder hat es die falsche Farbe gehabt, weil ich halt reingesaugt wurde, weil die Energie ausgegangen ist. Oder es war halt so nichts da, weil der Typ zu gering war vom Loch, also der Level. Mann, das kotzt mich so an. Das ist so eine Scheiße, wenn du da nicht reinkommst. Also wenn nicht das Loch auftaucht von der Farbe, das du brauchst. Richtig dämlich. So, wer ist es denn eigentlich? Alles klar. Ich weiß, wer es ist. Speichern. Und wehe, wenn dieser Hurensohn jetzt nicht spurtet. Also wenn er sich jetzt wieder querstellt, so wie Mewtwo letztens, dann raste ich hier aus. Bei Xenos hat es doch so schön funktioniert. So, da hätten wir jetzt also das legendäre Boreos. Was immer männlich ist, so wie seine anderen beiden Kollegen, Voltalos und Demeteros, die sind immer männlich. Und Boreos ist auch ein bisschen einzigartig, weil es, abgesehen jetzt mal von Arceus mit der Wolkentafel oder jetzt auch Armigento mit der Flugdisk, wenn man die jetzt nicht dazu zählt, dann ist Boreos das einzige reine Flug-Pokémon, was nur den Typ Flug und keinen Zweittyp hat. Das ist schon ziemlich besonders, finde ich. Okay, also, basiert natürlich auf den japanischen Windgott Fujin, ne, Fujin und Raijin, ne, so Dings und so weiter. Okay, wenn wir mal gesagt haben, also, Donnerwelle, Rückenwind, natürlich, dass du ja zuerst angreifen darfst.
So, und ich schwöre, wenn du so scheiße bist, dass du hier irgendwie doof bist oder so, dann weiß ich auch nicht hier. So, erstmal Dunkelklaue. Ja, Rückenwind ist fehlgeschlagen. Hast du ja gerade gemacht, du Trottel. So, vorsichtig. Wuh, das war knapp. Ach du Scheiße. Das war knapp. So, gleich austauschen auf Silvaro. Boah, das hätte es jetzt fast besiegt, aber boah. Na, da hätte ich Soft resetten müssen. Das wäre dann nicht anders gegangen. Dann haben wir Glück gehabt. So, Regentanz. Boah, eine angenehme Dusche. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Was soll das denn überhaupt bringen, dass es Regentanz ist? Es kann doch gar keine Elektroattacken. Es ist ja nicht Voltolos. Voll dumm. Egal. Zugschlag, bitte schön. Wieder Rückenwind ist wieder fehlgeschlagen. Das wirkt immer noch. So, Schnauze jetzt, Boreos. Rückenwind hat sich jetzt gelegt. Und der nächste Fangbone, bitte. Habe immer noch 15 Stück. Einsetzen. So, wird aktiviert. Luftschnitt. Naja, klar. Tut sie aber natürlich ganz schön weh, aber stecken wir eigentlich ganz gut weg. So, also immer noch 100 Hyperbälle. Mal schauen. Boreos hat leider nur eine Fangrate von 3. Also, das wird länger brauchen als Xerneas, aber sowas von. Viel länger. Aber es ist ja noch in seiner, wie sagt man, in seiner Inkarnationsform. Seit Schwarz 2 und Weiß 2 haben sie ja noch eine Tierrestform. Kann man ja ändern mit dem Wahrspiegel, den ich von Professor Burnett schon längst bekommen habe. Und das Geile ist, sie hat ja mit denen indirekt auch zu tun in Pokémon Traumradar. Konnte man die drei nämlich auch fangen, wenn man genügend Traumtropfen gesammelt hatte. Habe ich auch gemacht. So. Jetzt hat es aufgehört zu regnen. Und der nächste Hyperball. Es ist jedes Mal so ätzend. Also manchmal haben sie irgendwie, ich weiß nicht, entweder ist das auch glücksabhängig, was da in diesem Tunnel passiert. Oh, und das ist auch von Glück abhängig, dass der dritte Hyperball Boreos bereits gefangen hat. Na, das ist wenigstens eine Entschädigung dafür, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, es überhaupt zu finden. So, Level 90 für Silvaro hast du dir auch verdient. Geile Scheiße. So mag ich das. Gut, Spitzname nein, aber jetzt hier nochmal der Beweis. Bericht von Boreos. Typ Flug. Reines Flug-Pokémon. Initiative stärkt, Spezialverteidigung sind so Luftschild, Knirschrückenwind, Regentanz und Fähigkeit Strolch. Ermöglicht einen Erstschlag mit Statusattacken. Das ist eigentlich ganz praktisch, die Fähigkeit. Wesen naiv und ist hinterhältig. Ja, so siehst du auch aus. Ein äußerst hinterhältiger Windgott, der ständig am Furzen ist. Also, ab in die PC-Box. Und bloß nicht alles vollstinken, gell? Na, immerhin hat's jetzt nicht so lange gedauert. Also, der Fang, aber hierher zu kommen, wie gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, viermal hier in so in den Tunnel rein, in die Ultrapforte. Und jedes Mal geht mir die Energie aus und dann werde ich in irgendein anderes Wurmloch reingesockt. Natürlich von irgendeiner Farbe, was ich nicht wollte. Und einmal habe ich mir voll geärgert, da wäre ein Typ 4-Loch gewesen. Aber es war leider gelb. Und das kann ich nicht brauchen. Hätte das nicht rot oder grün sein können? Bitch. Natürlich nicht. Das ist doch absichtlich so programmiert. Immer die Farbe, die du gerade brauchst, kommt natürlich nicht. Oder der Typ ist zu gering. Also, was soll ich mit einem Typ 1 oder Typ 2 Loch? Da kommt doch nie Legendäre vor. Ist doch lächerlich. Ist doch voll für den Arsch. So. Gut, ich werde es jetzt aber trotzdem noch einmal probieren, weil es jetzt auch bei Boreos sehr schnell geklappt hat mit dem Fangen. Und ich das ja sowieso zusammenschneide. Also die Anreise, wenn dazwischen was fehlschlägt, meine ich. So. Sind wir schon ziemlich lange unterwegs. Vielleicht sollten wir einmal speichern. Da hast du vielleicht recht. Also tun wir das auch mal. Und dann geht's noch einmal rein. So, und wehe, wenn jetzt nicht gleich ein Typ 4-Loch kommt, dann rast ich aus. Das kann doch nicht wahr sein, du willst mich doch verarschen.
Du bist in einer 4080 Lichtjahre entfernten Welle angekommen und Glück, oh Glück, du spürst die Präsenz eines Wesens, das eine überwältigende Kraft ausstrahlt. Meine Energie hat sich schon wieder ein bisschen, es ist schon wieder zur Neige gegangen und jetzt habe ich mir gedacht, komm, es ist ein Typ 3 Loch, vielleicht hast du Glück, ich bin schon weit genug und ja, wie gesagt, man kann auch bei diesen Wurmlöchern natürlich legendärer finden, nur ist die Chance wesentlich geringer. Es sei denn, man ist schon sehr weit unterwegs gewesen, ich war jetzt über 5000 Lichter unterwegs, dann ist das auch noch drin. So, okay, ich glaube, ich weiß, wer das ist, wenn ich diesen Schatten sehe. Ja, es ist tatsächlich Reshiram exklusiv hier eben fangbar in Ultrasonne. Und das gefällt mir persönlich irgendwie eh besser als Zekrom. Witzigerweise gefällt mir aber das schwarze Kyurem besser als das weiße. Das ist auch ein bisschen verrückt, aber ist halt so. Alles klar, speichern. Na bitte, das hat jetzt halbwegs geklappt. So, okay, also. Kann sein, dass Reshiram sich mit einem Flottball fangen lässt. Das hat, glaube ich, auch so eine hohe Fangrate, weil man das damals in Schwarz und Weiß fangen musste. Innerhalb der Story. Man musste es fangen, weil sonst kam man nicht weiter. Also vielleicht habe ich Glück. Ich probiere diesmal einen Flottball aus. So, da haben wir jetzt das legendäre Reshiram. Und obwohl es ja komplett weiß ist, konnte man es damals nur in der schwarzen Edition fangen. Und Zekrom dafür in der weißen. Das war der genaue Gegensatz von der Editionsfarbe her. Das war ja absichtlich so. Ich meine, klar, du kannst auch schwer ein weißes Pokémon auf ein weißes Cover und ein schwarzes Pokémon auf ein schwarzes Cover drucken. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Und ich finde die Kampfmusik von denen ist so endgeil. Yeah, das klingt einfach nur Hammer. Richtig super. Also, es ist vom Typ Drache Feuer. Eines der wenigen Pokémon, das diese Typkombination hat. Und ja, ich probiere es einfach mal. Mehr als, dass es sich doch befreit, kann ja eh nicht passieren. So, Flottball. Wäre auch zu schön gewesen. Kreuzflamme. Das ist bereits eine Signaturattacke. So, warum... Hä, hätte sich jetzt nicht der Kostümspuk aktivieren müssen von Nidigma? Oder bin ich komplett blöd? Was ist los? Hä? Was ist das denn jetzt? Egal. Donnerwelle. Drachenpuls hat keine Wirkung auf mich, Bitch. Haha, ich mach dich gleich zu meiner Bitch. Obwohl, das hat bei Mythe auch nicht funktioniert, diese Aussage. Und die klingt ja schon ziemlich, ihr wisst schon, ziemlich sexistisch. Oh, keine Wirkung hat auch der Schlitz, hat auch keine Wirkung, tja. Nur die Kreuzflamme ist ein bisschen gefährlich, vor allem gerade jetzt, wenn ich nochmal auf Silvaro austausche. Aber ich muss noch einen Tuchschlag landen. Reshiram kann sich wenigstens nicht heilen. Ha, und es ist Paralysierung gar nicht angreifen, hat Schwein gehabt. Das war jetzt gerade der richtige Skript, dass es nicht angreifen durfte. Also Trugschlag. Come on. Also ich bin 30 Level stärker. So, Kreuzflamme, natürlich trifft die jetzt. Und so wie Reshiram Kreuzflamme beherrscht, kann Zekrom den Kreuzdonner. Und die beiden Attacken sind an sich ja besonders, weil je nachdem, welche zuerst eingesetzt wird von den beiden, verdoppelt sich dann die Stärke der anderen Attacke. Also setzt jetzt Reshiram zuerst Kreuzflamme ein und dann kommt aber Zekrom mit seinem Kreuzdonner an, dann verdoppelt sich die Stärke von Kreuzdonner und umgekehrt. Fangbohnen. So, Schlitzer, keine Wirkung auch auf Silvaro, du Trottel. So. Okay. 97 Überbälle, mal schauen. Los geht's.
Ja, sorry, dass ich hier ein paar Mal nichts sage, aber ich finde, Reshiram hat eine der geilsten Kampfmusiken. Die gefällt mir ja fast noch besser als wie von Xerneas. Die klingt einfach episch. So, Hyperball, der nächste. Komm schon, bleib drin! Jawoll! Es hat geklappt! Reshiram wurde gefangen. Na, bezüglich der Dauer, wie lange es gedauert hat, um Pokémon zu fangen, hier jetzt die legendären in diesem Part, war wieder vergleichsweise gut. Also da beschwere ich mich jetzt nicht. Da habe ich mich jetzt eher darüber geärgert, dass ich in diesem Dimensionstunnel so viel Pech hatte mit den Wurmlöchern. Aber das Fangen an sich, das lief wirklich wunderbar. So, Reshiram. Es ist einfach so fucking beautiful! Reshiram, Drache, Feuer, neutrales Wesen. Hier, Kreuzflamme. Kategorie speziell, Stärke 100, Genauigkeit 100, feuert eine monströse Flamme ab, wird die Attacke durch einen gigantischen Blitz modifiziert, steigt die Stärke. Wie gesagt, die verdoppelt sich dann auf 200. Und bei Kreuzdonner ist es genau dasselbe. Das ist natürlich dann logischerweise eine Elektroattacke und eine physische Kategorie, physische Elektroattacke und hat auch Genauigkeit 100, Stärke 100. Und da muss natürlich dann vorher Kreuzflamme gemacht werden, dass sich Kreuzdonner verstärkt. So, Wesen sanft, aber es prügelt sich gern. Wie passt das denn zusammen? Es ist sanft, aber es prügelt sich trotzdem gern. Egal, so Reshiram, geil. Ab in die PC-Box. Danke fürs Kooperieren. Na bitte, drei Legendäre. In einem Part wieder, sehr schön, und alle drei vergleichsweise schnell drin geblieben mit den Bällen. So hätte ich das ganz gerne bei den restlichen auch, und nicht wieder so wie letztens bei Mewtwo. Aber Mewtwo ist halt Mewtwo, das muss sich wehren. Sonst wäre es nicht Mewtwo, das sieht ihm irgendwie ähnlich. Also, schauen wir mal, wer sich im nächsten Part noch so alles die Ehre gibt. Wie gesagt, es fehlen immer noch ein paar. Cresselia fehlt noch, Raikou fehlt noch, Viridium auch noch, also die unter anderem, wenn genau die drei jetzt im nächsten Part kämen, das wäre schon ziemlich geil. Also, bis dann, tschüss!